Yo Leute, was geht? Heute gibt es in diesem Video wieder eine weitere Folge der größten Easter Eggs und Easter Eggs, die ihr wahrscheinlich noch nicht gekannt habt in GTA. Ich habe mir mal gedacht, dass ich mich wieder mal auf die Suche begebe und so ein bisschen schaue, ob es ein paar Easter Eggs gibt, die ihr wahrscheinlich noch nicht in GTA gewusst habt. Und in diesem Video wird es ebenfalls noch einen brandneuen Mythos bzw. ein Easter Egg aus GTA 5 geben, das wir versuchen werden in diesem Video zu lösen. Und dann wird es auch wie gewohnt noch viele weitere Easter Eggs in diesem Video geben. Falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich wie gesagt über jeden neuen Abonnenten sehr freuen und natürlich werde ich auch wieder unter jedem Kommentarschreiber einen 20 Euro Amazon Gutscheincode verlosen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal direkt das erste Easter Egg an und dieses Mal fangen wir direkt mal mit dem neuen Easter Egg an, das mir erst vor kurzem aufgefallen ist, doch in Wirklichkeit ist das Easter Egg schon uralt und jedem von euch sollte das mindestens einmal passiert sein. Es ist nämlich folgendes passiert, ich war nämlich mit Michael gerade in seinem Haus unterwegs und dann plötzlich aus dem Nichts hörte ich einen lauten Knall. Und ich glaube, jeder von euch sollte mindestens schon einmal gehört haben, dass wenn ihr in einem Haus seid, dass plötzlich im Umfeld irgendwo mal etwas explodiert, ob es ein Fahrzeug sei oder vielleicht was ganz anderes. Da habe ich mich natürlich gefragt, wo kommt das eigentlich her, denn es ist schon nicht normal, dass aus dem Nichts manchmal irgendwo Explosionen kommen und wir hatten damit auch gar nichts zu tun. Und Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, aber einige Meter weiter ist einfach ein abgestürztes Flugzeug. Und ich dachte mir erstmal, als ich das gesehen habe, wow, Alter, was ist denn hier gerade passiert? Denn ich meine, dass Flugzeuge in GTA abstürzen, das habe ich so bis jetzt noch nicht gewusst. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie ist das Ganze passiert? Doch ich muss zugeben, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass ich plötzlich zu Hause mit Michael oder mit einem anderen Charakter eine Explosion von außen gehört habe. Und das war halt, wie gesagt, das erste Mal, dass ich jetzt auch gesehen habe, wodurch diese Explosion passiert ist. Hat dort vielleicht der Pilot gerade Selbstmord begangen und die ganzen Passagiere mit sich gerissen? Oder ist dort vielleicht auch etwas Mysteriöseres passiert? Als ich dann einige Stunden später versucht habe, das gleiche Event noch einmal zu triggern, habe ich dann plötzlich gesehen, Leute, ihr werdet es ganz kurz im Bild sehen, oben ist nochmal ein Flugzeug, das direkt auf den Boden zufliegt. Und ich dachte mir, Moment mal, ich laufe jetzt so schnell wie möglich dem Flugzeug hinterher, um zu gucken, ob er sich gerade noch so fangen kann. Und ihr werdet sehen, das Flugzeug hat es gerade noch so im letzten Moment geschafft, sich zu fangen und nicht abzustürzen. Als ich dann kurze Zeit später nochmal in das Haus reingegangen bin und dann wieder das Haus verlassen habe, werden wir das gleiche Flugzeug von eben noch einmal sehen, doch dieses Mal fliegt es noch einmal zum Boden und dieses Mal wird der Pilot es leider nicht überleben. Das Ganze ist wirklich ein ziemlich großes Mysterium und ehrlich gesagt auch ein richtig krasses Easter Egg, doch ich weiß nicht, ob das Ganze ein Bug oder ein Easter Egg ist, ich habe da auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Theorie dazu. Wenn ihr wollt, dass ich versuche, das Mysterium um die abstürzenden Flugzeuge zu lösen, dann stimmt einfach mal oben rechts ab, ob ihr vielleicht noch wollt, dass ich mich auf jeden Fall auf die Suche mache nach der Lösung für dieses Easter Egg. Kommen wir auf jeden Fall mal direkt zum nächsten Easter Egg. In GTA San Andreas gibt es in San Fierro eine ziemlich mysteriöse Architektur oder beziehungsweise ist folgendes passiert. Ich bin nämlich mit meinem Jetpack hier zu dieser Brücke geflogen und ich glaube, jeden von euch, der GTA San Andreas gespielt hat, der sollte wahrscheinlich schon einmal gesehen haben, dass sich dort auch eine Straße befindet und nicht nur sehr merkwürdig aussieht, sondern auch irgendwie gar nicht befahrbar ist. Dann stellt sich allerdings heraus, wenn man sich das Ganze ein bisschen von außen ansieht, dass es sich hierbei nämlich um eine frühere Brücke handelt, die durch eine Katastrophe eingestürzt ist. Doch durch welche Katastrophe könnte das sein? Es handelt sich nämlich tatsächlich um ein Erdbeben, das nämlich in San Fierro vor über 20 Jahren gewütet hat. Dadurch sind nämlich verschiedene Architekturen kaputt gegangen, unter anderem auch diese Brücke, doch das Traurigste an diesem Easter Egg ist, dass das Ganze auch auf einer wahren Begebenheit basiert. Und zwar wisst ihr natürlich, dass die Stadt San Fierro im Original an die Stadt San Francisco angelehnt ist. Und da gab es nämlich auch ein Erdbeben, das nämlich vor über 20 Jahren passiert ist. Und zwar das Erdbeben im Jahr 1989. Dieses Erdbeben hatte nämlich eine Stärke von 6,9 und dauerte ungefähr 15 Sekunden, was relativ kurz ist, muss man zugeben. Aber es sind tatsächlich über 63 Menschen gestorben, über 3000 Personen wurden verletzt und über 18.000 Häuser wurden bei dieser Katastrophe zerstört. Und der Schaden dieses Erdbebens belief sich dann auf Schätzungen bei ca. 10 Milliarden Dollar, also ein unglaublicher Schaden, der durch dieses kurze Beben ausgelöst wurde. Und Rockstar Games hat sich halt gedacht, dass sie an die Zerstörung von dem Erdbeben, das 1989 passiert ist, ein kleines Andenken platzieren wollen in GTA San Andreas. In GTA 4 können wir nämlich in Half Beach ein Haus finden, das Mr. Bulgarin gehört.
gehört. Und Mr. Bulgari war eine Person, für die wir einige Missionen erledigen mussten. Allerdings war Niko Bellic mit Mr. Bulgari nicht wirklich gut befreundet. Das muss man zugeben, er hat einfach nur einige Missionen aus Pflicht getan, weil er von ihm und Dimitri erpresst wurde. Und dass Mr. Bulgari eine Person war, die sehr, sehr merkwürdig und wahrscheinlich auch nicht alle Tassen im Schrank hat, war, das kann man auch an einem dieser Beispiele erkennen. Denn hinter dem Haus finden wir am Balkon auch einige Spuren, die in roter Farbe sind. Und diese rote Farbe ist nicht einfach nur Farbe, sondern es ist tatsächlich Blut. Und zwar Blut von Leichen, die Mr. Bulgari in seinem eigenen Haus erschossen oder auf andere Art und Weise umgebracht hat. An sich bekommt man in der Story niemals mit, dass Bulgari irgendwie eine Person umgebracht hat, aber ich denke, an diesem Beweis kann man, glaube ich, eindeutig erkennen, was er damals wirklich im Schilde geführt hat. Und was er sich dann wahrscheinlich überlegt hat, ist, weil dort eine Klippe einige Meter weiter ist, diese Leichen direkt dort ins Wasser zu werfen, damit sie in den Ozean geschwemmt werden, damit keiner seine Taten nachweisen kann. Aber auf jeden Fall finde ich es ziemlich cool, dass Rockstar Games so viel Detail einfach in diese kleinen Dinge steckt fürs Spiel. Dann gibt es noch ein weiteres Easter Egg, das in GTA 5 erst vor einer Woche gefunden wurde. Und zwar ist es nämlich die Theorie, dass es tatsächlich ein Bermuda-Dreieck oder einen verfluchten Ort in GTA 5 gibt. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig geglaubt, aber als ich das Ganze wirklich selber ausprobiert habe, muss ich zugeben, Rockstar Games hat wieder mit dem neuen Gunrunning DLC etwas Neues hinzugefügt, das wir gerade erst gefunden haben. Es ist nämlich folgendermaßen, wenn wir uns nämlich mit irgendeinem Objekt oder wenn wir uns eben selber an diese Location begeben, dann kann es passieren, dass wenn wir den ganz genauen Punkt exakt auf dieser Stelle treffen, dass wir dann plötzlich einen schwarzen Bildschirm erhalten und dann kurze Zeit später an der Küste respawnen. Unser Fahrzeug ist dann plötzlich ohne uns und stürzt einfach ins Meer ab. Kurze Zeit später bekommen wir dann eine SMS von Pegasus, dass unser Fahrzeug gerade zerstört wurde, und ich meine, das ist schon mega ärgerlich, dass eines unserer Fahrzeuge einfach so abgestürzt ist, und ich meine, den Bussard, den kann man nicht einfach so direkt neu anfordern, aber ich dachte mir, das ist doch schon etwas verrückt, denn ich meine, unser Charakter ist weder gestorben, noch ist da irgendwie ein Zufallsevent passiert. Wir sind einfach in einen schwarzen Bildschirm gelaufen und dann waren wir plötzlich an der Küste. Ich habe das Ganze mehrmals probiert, einmal sogar mit einem Jetski, und dieses Mal werden wir sehen, wenn wir an dieser Stelle sind, bekommen wir wieder einen Blackscreen und wieder respawnen wir nämlich an der Küste und unser Fahrzeug ist einfach immer noch im Wasser. Jedes Mal bekomme ich einen Blackscreen und jedes Mal spawne ich neu an der Küste. Und jetzt stellt sich dir die Frage, hat Rockstar Games das vielleicht als Easter Egg neu eingebaut? Und wenn ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Auflösung davon, was es unter Wasser gibt oder generell vielleicht noch andere Dinge. Oder ist es einfach nur ein Bug, den Rockstar Games aus Versehen passiert ist mit dem Gunrunning DLC, das sie wahrscheinlich nicht gewollt haben. Was ich ziemlich cool finde an den alten GTA-Teilen wie GTA Vice City oder GTA San Andreas, ist, dass es auch einige coole Minispiele gibt. Ein Minispiel können wir nämlich auf Starfish Island in Vice City finden, und zwar werden wir, wenn wir uns nämlich an diesen Pool begeben, einen kleinen Ball erkennen. Mit Waffen können wir dann auf diesen Ball schießen, aber das ist nicht der einzige Sinn, den wir mit dem Ball machen können, und zwar können wir nämlich Folgendes tun. Wir können tatsächlich mit dem Kopf tatsächlich diesen Ball hochhalten und jedes Mal, wenn wir den Ball nach oben schießen, bekommen wir einen Counter angezeigt, und zwar 1, 2, ne, das geht halt immer weiter hoch, und dann könnt ihr halt, wie gesagt, ein kleines Minispiel spielen, und zwar nennt sich das Ball hochhalten. Man muss nämlich versuchen, mit unserem Charakter den Ball einfach jedes Mal zu berühren und ihn versuchen, nicht den Boden berühren lassen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein echt cooles Minispiel und ich habe es, glaube ich, bis 10 bis 13 Mal geschafft, also ich weiß jetzt nicht, wie oft das genau war. Auf jeden Fall ist das Ganze ein echt cooles Minispiel. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr in Vice City seid und das Spiel noch gerade so habt. Und was ich mir dann gedacht habe, Leute, das ist echt cool gewesen, und zwar ist mir was mega Lustiges passiert. Ich habe mir dann gedacht, ich versuche mal mit der Minigun auf das Style zu schießen, und dann ist es halt passiert, dass der Ball einfach richtig hoch in die Luft geschleudert wurde, und zwar so hoch, dass es einfach ins Wasser gefallen ist, ins Meer. Und ich dachte mir, okay, ich hole mal kurz den Ball. Aber nein, Leute, ich habe vergessen, dass unser Charakter ja gar nicht schwimmen kann. In GTA San Andreas finden wir in den Wüstengebieten von Las Venturas eine ziemlich abgelegene Kneipe. Diese trägt nämlich das Motto von UFOs und Außerirdischen, und das Ding trägt den Namen Lil Prop Inn, also schon ein sehr mysteriöser Name. Man sieht auf jeden Fall schon an diesem kleinen UFO, das sich die ganze Zeit so dreht an dem Schild, dass es wahrscheinlich hier um UFOs geht, aber wenn wir dann in das Lokal reingehen, können wir auf jeden Fall auch ziemlich viele Bilder erkennen von mysteriösen Entdeckungen von UFOs. Diese wurden da ebenfalls aufgezeichnet und jede Aufzeichnung wurde an diese Wand gehangen. Viele Leute haben deshalb die Theorie aufgestellt, dass es doch in GTA San Andreas wahrscheinlich UFOs geben soll
Und mit Hilfe von Mods haben es auch einige Leute geschafft, auch UFOs in das Spiel einzufügen. Allerdings war das wie gesagt nur Mods und nicht das echte Spiel. Ich denke, in GTA 5 sollte es euch schon aufgefallen sein, dass es dort 5 verschiedene UFOs gibt und eins davon sogar auch im Online-Modus. Und wenn wir dann auch in das Büro von diesem Gebäude gehen, dann können wir auch eine kleine Karte sehen, und zwar von San Andreas, wo wir verschiedene Punkte markiert erkennen. Und diese Punkte sind wahrscheinlich Markierungen, wo es nämlich in Los Santos, Las Venturas und San Fierro einige UFO-Entdeckungen gab. Das ganze Easter Egg ist allerdings fast schon so komplex wie das Mount Gilead Easter Egg, denn bis jetzt hat keiner so richtig das Easter Egg aufgelöst, denn es hat noch niemand geschafft, die ganzen Punkte alle zu besuchen und dort herauszufinden, was dort eigentlich markiert worden ist. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung, da würde mich ziemlich freuen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr in der Mitte kostenlos abonnieren. Checkt die anderen Videos links und rechts im Bild aus und bei 5000 Likes werden wir das Flugzeugmysterium auf jeden Fall lösen. Ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao.